Einen schönen guten Morgen, Montagmorgen, ne? Hat man die ganze Woche vor sich. Ja, wir wollen uns dann mit unserem Düngungsthema weiter beschäftigen. Und ich darf nur noch mal kurz zurückblicken auf den vergangenen Samstag. Und da haben wir uns ja versucht, ein Bild zu machen von dem, was eigentlich die Pflanze beiträgt zur Düngung. Und das ist nicht unbeträchtlich, dass eben alles dasjenige, was nicht bis zum Samen kommt, was davor zurückbleibt an vegetativem Wachstum bis hin zur Blüte, dass das eigentlich die Grundlage ist für dasjenige, was wir die Humusbildung in unseren Böden nennen. Und dass das ein Prozess ist, die Humusbildung, der sich von Natur aus vollzieht in unseren Böden, selbstverständlich, und den wir auch im Garten und im Ackerbau nun mit verschiedenen Geräten und Instrumenten versuchen zu fördern, zu hemmen oder je nachdem, also zu begleiten, und dass wir aber auf kunstvolle Weise versuchen, nun diesen Prozess auch in der Kompostierung zu handhaben. Darüber haben wir ja gesprochen. Und dass dasjenige, was da von den Pflanzen kommt, die Stofflichkeit aufgeprägt hat, dasjenige, was die Pflanze zur Pflanze macht. Also das möchte ich ganz besonders betonen. Es ist einfach eine Illusion zu glauben, und das ist ein wissenschaftlicher Glaube unserer Tage, dass Stoff gleich Stoff ist. Dass egal wie, also die Stoffe, die man im periodischen System der Elemente aufgeführt sieht, dass die bestimmte Eigenschaften haben, die absolut definiert und fixiert sind. Das gilt für die rein physische, auf der rein physischen Ebene. Und auf dieser Ebene erfasst man ja normalerweise die Stoffe und beschreibt sie auch chemisch-physikalisch. Aber in dem Augenblick, wo das, was man jetzt physisch Stoff nennt, und kein Mensch hat jeden Stoff wirklich gesehen, muss man sich auch dazu sagen. Wir sehen ja immer eigentlich nicht Stoffe. Wir sehen nie das Wirkende. Der Stoff ist eigentlich die Grundlage des Wirkenden, sondern wir sehen immer nur das Bewirkte. Das Bewirkte, das schon in Erscheinung Tretende, dann ist es schon tot. Was wir sehen, mit Augen sehen oder überhaupt unsere ganze Weltsicht, basiert darauf, dass wir eigentlich nur Formen sehen. Formen und Farben, das ist das, was sozusagen sinnlich an uns herankommt, und an dem orientieren wir uns. Und unsere ganzen Begriffe knüpfen zunächst mal daran an. Der Stoff ist eigentlich schon, ich möchte mal sagen, ein übersinnlicher Begriff. Oder könnte man sagen, heute ist es halt Nomen. Materie, was ist das eigentlich? Ja. Dem sucht man ja gerade nach zu forschen, seit 200, 300 Jahren, diesem Geheimnis des Stoffes auf die Spur zu kommen. Und wie gesagt, man hat es eben rein auf der physischen Ebene getan und hat daher ungeheuer viel entdeckt und ist vom Stoff immer mehr, vom Begriff des Stofflichen, so wie es in der Natur erscheint, in den Erscheinungen des der Gesteinswelt oder auch der Pflanzen- oder Tierwelt. Diese Stoffliche hat man ja heute nochmal reduziert zu völlig abstrakten Gedanken, die dann in der Atomphysik sozusagen ihren Niederschlag gefunden haben. Ja. Also wir reden eigentlich, wenn wir von Stoff reden, sowieso von etwas, was die Begrifflichkeit antritt, absolut ambivalent ist. Und wenn man dem
dem Stofflichen näher kommen will, ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen im Zusammenhang mit dem tierischen Dünger, und dann muss man einfach davon ausgehen, dass das, was als Stoffe erscheint, dass man immer da ein Grundgesetz berücksichtigen muss. Woher kommt das, was ich jetzt stofflich hier quasi analysiere zum Beispiel, oder was im Boden dann als Salz erscheint? Es kommt ja aus einem Lebenszusammenhang. Und das ist der Humus. Und da wird mikrobiell etwas abgebaut, und aus diesem mikrobiellen Abbau entsteht aus einem Lebenszusammenhang ein totes, ein salzartiges. Und das nimmt die Pflanze auf und baut es wieder in ihren Lebenszusammenhang ein. Also es ist quasi nur ein ganz kurzes Zwischenstadium, wo das Stoffliche im Boden salzartigen Charakter annimmt, also anorganisch wird, aber es stammt aus einem Lebenszusammenhang und geht wieder in einen Lebenszusammenhang über. Und diese Zusammenhänge muss man immer dazu denken. Sonst hat man einen abstrakten Begriff. Man muss immer versuchen, den Zusammenhang anzuschauen, aus dem heraus etwas entsteht. Und das haben wir ja im Zusammenhang mit der Stickstofffrage dann eingehend versucht zu behandeln, dass der Stickstoff, der heute synthetisiert wird aus der Luft, aus einem toten Zusammenhang kommt und nicht aus dem lebendigen. Der Liebig hat eben darauf betont und mit vollem Recht, der Stickstoff erscheint in der Natur durch Lebensprozesse. Wenn man mal von den Gewitterentladungen absieht in der Atmosphäre. So, also darüber haben wir uns unterhalten, haben dann festgestellt, dass der Humus eigentlich doch so etwas ist wie ein Bewahrer, der große Bewahrer des Lebens im Haushalt der Natur. Also ich habe ihn angesprochen, das ist das Gedächtnis der Erde. Das ist ein übertragener Begriff, selbstverständlich, das ist ein Bild. Und wir müssen in Bildern lernen zu denken, nicht nur in völlig abgezirkelten Begriffen, die sind alle tot, sondern durch das Gedankenbild kann man allmählich seine eigene Begrifflichkeit immer beleben und sie dann anbieten der Anschauung dessen, was man sieht in der Natur. Und dann fängt man plötzlich an, begrifflich zu korrespondieren mit den Erscheinungen der Welt. Also, und dann habe ich darauf hingewiesen, ja auch diese Feststellung der alten Alchemisten, dass sie gesagt haben, der Humus ist nicht nur das Gedächtnis der Erde, sondern es ist die Erdenmutter. Es ist sozusagen dasjenige, was eigentlich überhaupt erst als Universalsame das Leben ermöglicht. Vom Gesichtspunkt nicht nur vom Individualsamen, der da herunterfällt auf die Erde, sondern als Universalsamen, das heißt der Humus, so haben sie den Humus bezeichnet, überhaupt erst die höhere Pflanzennatur hervorgehen lässt. Naja, und dann waren wir dazu gekommen, dann hatte ich noch einen Rest übrig gelassen gestern am Samstag, nämlich die ganze Frage der Gründüngung. Und da möchte ich noch mal kurz darauf eingehen. Die Gründüngung hat ja immer mehr an Bedeutung gewonnen in den letzten 50 Jahren, würde ich mal sagen. Und zwar von Jahr zu Jahr mehr. Und zwar insbesondere aus dem Grund, nicht nur weil das ökologische Bewusstsein gewachsen ist, und die Bedeutung auch des Humus im Boden, sondern weil man heute eine intensive Humus-Umsatzwirtschaft betreibt. Denken Sie mal an den Gartenbau, wie das heute dazugeht. Oder im Ackerbau, den heutigen modernen Fruchtfolgen oder überhaupt den ganzen Art des Anbaus, da wird ja unglaublich Humus umgesetzt. Es ist ein ständiger Nährhumusumsatz. Es kommt gar nicht mehr richtig zur Dauerhumusbildung. Sondern es bleibt immer sozusagen in diesem stoffwechselaktiven Zustand der Umsetzung von Nährhumus. Und der Mineralisierung von Nährhumus. Und das wird natürlich dann irgendwie da auch verwertet vom Pflanzenwachstum. Aber wir sehen ja gerade im konventionellen Landbau, aber auch im ökologischen Landbau ist es schon deutlich, dass durch diese hohen Umsetzungen enorme Auswaschungen stattfinden aus den Böden.
Es ist ja nicht so, dass die konventionellen alleine den Nitratgehalt unseres Grundwassers zu verantworten haben. Im hohen Maße schon, aber das machen auch die ökologischen. Also jeder Ackerbau bedeutet einen höheren Nitratgehalt im Grundwasser. Nun also die Gründüngung. Sie ist ein Mittel, um diesen hohen Verbrauch an organischer Substanz durch die Bodenbearbeitung und durch die ganzen Anbaumethoden, die man sonst so handhabt, diesen da einen Ausgleich zu schaffen. Aber eben nur auf der Ebene des Nährhumus. Und das ist also heute unbedingt notwendig für jeden, also gerade auch im ökologischen Landbau, dass wir die Kunst der Gründüngung handhaben lernen. Ich möchte da drei verschiedene Arten der Gründüngung kurz erwähnen. Kennen Sie ja vielleicht auch alle. Das eine ist, dass wir Untersaaten machen, eine Gründüngungsuntersaaten. Das machen wir ja normalerweise in unseren Fruchtfolgen dadurch, dass wir unsere Futterpflanzen, also unseren Feldfutterbau, untersehen unter das Getreide. Also wenn wir Kleegras oder Luzernegras ansehen, dann ist es normalerweise, kann es eine Reinsaat sein. Es gibt Betriebe, die nur Reinsaat machen. Also auf den bearbeiteten Boden in Reinsaat jetzt eine solche Hauptfutterfrucht aussehen. Aber meistens wird es als Untersaat gemacht. Also man sieht dann, man hat eine Winterung stehen oder aber besser noch eine Sommerung. Ein Hafer oder ein Sommerweizen oder so, oder auch ein Roggen, wenn er einigermaßen licht steht, nicht zu mächtig, nicht zu massenreich wächst. Denn die Beschattung verträgt der Klee nicht so recht, also Untersaat. Also jedenfalls, man sieht es, sagen wir mal eine Woche nach der Frühjahrssaat des Getreides oder 14 Tage später, je nachdem, sieht man, dann in dem bereits aufgelaufenen Getreide sieht man dann mit einem Striegelstrich und aufgesattelter Sämaschine, also da gibt es ja ganz einfache Geräte, nicht die große Sämaschine, sondern eine, die aufgesattelt ist auf dem Striegel, sieht man dann den Klee da ein und striegelt ihn gleichzeitig in den Boden ein und vernichtet nochmal eine Generation Unkraut. Das ist die hohe Kunst im Frühjahr, das richtig zu machen. Na? Also die Kleegras- bzw. Luzernegras-Einsaat. Und dann wächst es unter dem Getreide ja hoch und dann steht es dann in der zweiten Jahreshälfte schon als Klee zur Verfügung für einen ersten Schnitt oder für eine Abweidung. Aber das betrifft jetzt nicht die Gründüngung als solche, sondern unsere Hauptfutterfrucht, eingebaut in die Fruchtfolge. Kleegras zweijährig, Luzernegras zweijährig und so. Jetzt kann man dasselbe aber auch machen, eben mit relativ schnell wachsenden einjährigen Leguminosen. Und das ist insbesondere der Weißklee und der Schwedenklee. Die können also genauso untergesät werden im Frühjahr. Und die wachsen mit dem Getreide mit. Und wenn es geerntet wird, das Stroh abgeräumt, dann fangen die an, erst so richtig zuzulegen, sodass man dann im Herbst, also schon ab August, zweite Hälfte August, wo draußen die Weiden schon ein bisschen magerer werden, da kann man die ganzen Rinder nochmal auf die Kleeschläge, auf diese Gründüngungsschläge treiben und dann haben die ein wunderbares Kleegras abzuweiden in Verbindung mit dem Haferstroh oder dem Ruf, den Stoppeln, die da draußen stehen geblieben sind. Das ist eine wunderbare Sache. Also so eine sogenannte Untersaat zur Gründüngung gewinnt, wird dann im Herbst umgebrochen und für eine nachfolgende Frucht. Je nachdem, was es ist. Kann Hackfrucht sein, kann aber auch irgendeine andere Getreidefrucht sein. Also das ist die Gründüngung. Man hat also direkt, man braucht nicht umzubrechen im Sommer, keinen Stoppelsturz zu machen, sondern das wächst einfach weiter, was da mal untergesät hat und schafft nochmal eine gewisse Futtergrundlage für die Tiere im Spätherbst. Also schon im Spätsommer eigentlich.
Das sind die Untersaaten. Und da, bei der Gelegenheit möchte ich gleich auf ein Fruchtfolgeproblem aufmerksam machen, dass ja alle Leguminosen, also Klee und Luzerne insbesondere, nur die Kleearten, dass die nicht zu eng gestellt werden können und dürfen in der Fruchtfolge. Also nicht zu eng aufeinander folgen dürfen in der Fruchtfolge, sondern weit genug gestellt werden müssen. Und dieses hängt damit zusammen, dass zunehmend unsere Klee und auch Luzerne von dem berühmten Phänomen der Müdigkeit befallen wird. Das ist also ein allgemeiner, typisch agrarischer, bäuerlicher Ausdruck von der Kleemüdigkeit. Aber das ist also eine definierte Erkrankung, nämlich der Kleekrebs. Eine fürchterliche Erkrankung, weil man die zunächst überhaupt nicht sieht, sondern im Frühjahr, wenn man einen herrlichen Bestand hat, der durch den Winter gekommen ist, dann plötzlich kippt da so eine Pflanze, lässt die Blätter hängen und kippt um und das war's. Da ist dann, dieser Kleekrebs sitzt meistens am Wurzelhals oben und sendet seine Hyphen hinein in das Leitungsgewebe und entzieht der Pflanze das Wasser. Und natürlich auch die entsprechenden Mineralstoffe, Eiweiße und so weiter. Und dann, das passiert meistens so, sagen wir im April, wenn es schön warm wird, die Pflanzen wachsen kräftig auf und plötzlich liegen sie alle da. Und da hat man ungeheure Ausfälle. Wenn man da, wenn man Kleekrebs im Betrieb hat, dann ist es, das ist schon eine halbe Katastrophe. Da merkt man, dass man immer futterknapp wird im Herbst, im Winter, weil einfach nicht genügend Aufwuchs da ist. Also da muss man aufpassen, dass man weit genug den Klee, die Luzerne, auseinanderstellt. Und man sagt heute, früher hat man gesagt 4 Jahre, dann hat man gesagt 5 Jahre, heute sagt man Minimum 6 Jahre und so geht es weiter. Also es wird auch schon gesagt 7, 8 Jahre und 10 Jahre sollte man sie auseinanderhalten. Damit in dieser Zwischenzeit eben diese Kleekrebssporen auskeimen und kaputt gehen. Ja. Das betrifft aber nicht andere Leguminosenfrüchte, oder so wie Erbsen oder die Lupinen. Ist das direkt im Zusammenhang auch mit den Kleebeständen? Ja, die kann man nur nicht untersaaten. Da kann man keine Erbsen kann man untersaaten machen, aber die sind ja mehr dann das für den Dusch. Ne? Also also Kleegras und Luzernegras ist die klassische Hauptfutterfrucht. Ich spreche jetzt zunächst mal von der Hauptfutterfrucht. Ja. Aber wenn man diesen Kleekrebs hat, geht er dann auch an die Lupinie oder an die... Bitte? Wenn man diesen Kleekrebs jetzt in seinem Bestand irgendwo hat, geht er dann auch an die anderen Leguminosen oder bleibt er dann... Nee, der geht nur an die. Also nur an diese Kleeartigen und Luzerneartigen. Nein, das ist nicht so. Es gibt dann andere Probleme bei den Körnerleguminosen. Naja, also das ist ganz wichtig. Wenn man jetzt mit Gründüngung auch Klee noch dazwischen stellt, also als Untersaat, dann kann es sein, dass man den Kleekrebs erst wieder fördert. Also da muss man furchtbar aufpassen in dieser Hinsicht. Und das gehört auch dazu, dass man früh genug rausgeht im Frühjahr und guckt nach diesen langsam dahindämmernden Pflanzen, die plötzlich weg sind. Und dass man das schon mal einschätzt, muss ich den Bestand umbrechen oder rechtzeitig genug und was anderes, zum Beispiel Körnerleguminose sehen. Das ist ein ungeheurer Verlust an Saatgut im Allgemeinen auch. Ja. Aber auf der Wiese habe ich ja in Dauerkultur sozusagen Klee stehen. Ja. Also ist es schon, weil es einfach sehr konzentriert einseitig ja. Da Luzerne steht. Aber das ist auch ein Problem. Also ich meine, kann auftreten, dass zum Beispiel der Rotklee verschwindet. Der ist besonders anfällig. Während der Weißklee ist weniger anfällig, wird man auf den Wiesen und Weiden immer mehr Weißklee antreffen als Rotklee. Und dann kommt noch hinzu, dass immer die Vergesellschaftung, also die eine natürliche Vielfalt am Standort, gesunden wirkt, ausgleichen wirkt. Aber diese Monokulturbestände, die man hier notwendigerweise hat, 2 Jahre Kleegras, Luzernegras, das kann in der Fruchtfolge eben so wirken, dass man wirklich den Abstand groß genug halten muss bis zur nächsten Hauptfutterfrucht.
Und wenn man dann zwischendrin auch noch durch die Gründüngung so viel Klee und Luzerne, das sind einfach ungeheuer bedeutende, ja, die bedeutenden Futterfrüchte überhaupt für den biologischen heimischen Landbau. Erstens mal, weil sie sehr gutes Füttern im Stall und andererseits, weil sie eben den Stickstoff binden aus der Luft. Also wir können auf die gar nicht verzichten. Nur müssen wir unglaublich sorgsam damit umgehen, dass man da nicht durch die Gründüngung die Sache eher noch fördert und dadurch Verluste hat. So, das sind die Untersaaten. Dann kommen die Stoppelsaaten. Die Stoppelsaaten, also man ist ja so normalerweise so im Ackerbau, dass man nach dem Getreideernte die Stoppel stürzt, wie man sagt, Stoppelumbruch, und dass man dann möglichst schnell eine Stoppelsaat ausführt. Der Stoppelumbruch nicht zu tief, 8 cm, also macht man heute auch die größten Fehler, dass man zu tief mit den Grubbern da durch die Gegend fährt. Also die sogenannte koprogene Schicht, das ist die Schicht, die ungefähr 8 cm normalerweise in einem guten Boden im Sommer auftritt, die hochporös ist, ganz große Poren, in der Lage ist, Starkregen aufzunehmen, dass keine Erosionserscheinungen auftreten. Also diese wunderbare Schicht, die mikrobiell, eigentlich wesentlich durch die Tätigkeit der Bodentiere, nicht zuletzt der Regenwürmer, entstanden ist, diese koprogene Schicht, wie man sie nennt, erfasst man eigentlich mit der Scheibenegge, die erfasst man dann auch mit dem Grubber, wenn er nicht zu tief greift. Aber am besten ist der Schäflug schon immer gewesen. Ne? Und ich kann mich jetzt nicht auf diese Bodenbearbeitungstechniken einlassen, aber das Schälen war zu allen Zeiten die allerbeste Form der Stoppelbearbeitung. Bei der Stoppelbearbeitung kommt es auf zwei Dinge an. Erstens mischen, zweitens lockern. Ja? Also es muss jetzt genügend gemischt werden, die organische Substanz, die Stoppeln, die Unkrautsamen, was an Saatgut bzw. Bruchkörner beim Drusch entstanden ist, Unkrautsamen, alles muss eingearbeitet werden. Und dann liegt da die Stoppel. Und dann kann beim nächsten Regen können dann diese ganzen Unkräuter auflaufen. Und diesen Prozess kann man noch unterstützen, dass man zusätzlich jetzt eine Stoppelsaat noch durchführt. Eine Zwischenfrucht, wie man es nennt. Eine Zwischenfrucht. Und wenn man früh genug mit der Ernte ist, also sagen wir mal, wie jetzt ist es zunehmend der Fall, also mit der Klimaveränderung merken wir, dass wir immer früher ernten. Jedes Jahr irgendwie früher. Das war extrem im letzten Jahr geradezu, dass hier im Rheintal die Ernte schon Anfang, also in den ersten Juni-Hälfte abgeschlossen war. Verrückt. Das hat es früher überhaupt nicht gegeben. Sonst Ende Juni, Anfang August, das ist eigentlich die normale Zeit schon immer gewesen. Also diese Verfrühung, das ist ein anderes Problem, ein klimatologisches Problem. Aber wenn man also jetzt Gerste, die man immer als Erste mäht, Wintergerste, erntet und den Roggen folgen lässt, dann das kann eben doch in der zweiten Juli-Hälfte passieren. Und wenn das der Fall ist und sofort ein Stoppelsturz, abgeräumter Bestand, das Stroh ist vom Acker, Stoppelsturz und sofort eine Gründüngung ausgesät, dann wächst es also, dann kann man annehmen, dass es also auch bei Körnerleguminosen sehr gut wächst. Man sagt, bezüglich Körnerleguminosen, also Erbse, Ackerbohne, Sommerwicke, das sind die Körnerleguminosen. Man sagt, wenn man die, da ist ein Tag im Juli so viel wert wie eine Woche im August. Ein Tag im Juli gesät bedeutet so viel wie eine ganze Zeitspanne von einer Woche im August bei den Körnerleguminosen. Weil die Leguminosen eine lange Anlaufzeit haben. Die brauchen sehr lange, bis sie sich verwurzelt haben. Und dann ein sehr zögerliches oberirdisches Wachstum und dann plötzlich geht es irgendwann mal los. Und also diese Körnerleguminosen sind natürlich die besten Stoppelfrüchte überhaupt. Und da lohnt es sich immer, noch anderes, billigeres Saatgut unterzumischen.
oder zumindest anderes Saatgut, sei es Sonnenblumen, seien es Phacelia, also auch um die, für die Insekten. Die kommt ja dann auch zur Blüte im August nochmal, dann haben die Insekten nochmal was zu fressen. Oder aber, dass man auch ein bisschen Hafer untersät, den man noch da liegen hat als Saatgut. Alles eine große Mischung. Je besser, je vielfältiger, desto besser. Aber die Leguminosen spielen eine ganz große Rolle. Aber die Körnerleguminosen sind eben teures Saatgut, das muss man auch sich klar sein. Also das ist, weil die sehr grobkörnig sind, ne? Großkörnig. Und oft geht so eine Aussaat dann zugrunde oder aus irgendeinem Grund, gibt es genügend in der Landwirtschaft, dass es nicht gelingt, dann hat man zumindest eine Leguminosendüngung durch die Saat. Weil das eine sehr eiweißreich sind, diese Leguminosensaat, ungeheuer einreich, sind natürlich 0,6, werden die dann auch von den Mikroben des Bodens abgebaut. Das ist die eine Gründüngung, die im Juli erfolgt, die dann im August erfolgt. Da ist es zu riskant, noch Leguminosen auszusehen als Zwischenfrüchte, weil die Zeitspanne dann zu kurz wird, ne, bis zum vollen Massenentwicklung. Und da sieht man dann eben schnell wachsende Gründüngungspflanzen aus, nämlich Cruciferen, also Kreuzblütler. Das sind in der Regel fast alles Rapsabkömmlinge. Der Raps ist natürlich die klassische Pflanze, die man heute überall draußen sieht, viel zu viel, weil sie wahnsinnig subventioniert wird und zu Sprit dann umgemodelt wird für teures Geld. Also der Rapsabkömmlinge wie Rübsen oder aber auch wie Ölrettich und all diese Kreuzkruziferen, die sind dann die geeigneten Gründungspflanzen ab, sagen wir mal, August. Ja. Die entwickeln sich dann relativ schnell, auch zu großen Massen, blühen dann auch noch im Herbst, sind dann also auch für die Insekten noch von Bedeutung. Und möchte ich jetzt noch kurz auf Folgendes hinweisen. Was ist eigentlich das Wertvolle bei der Gründüngung? Wenn man sie jetzt nicht gerade als Futtergrundlage auch noch zusätzlich für die Rinder, sagen wir mal, durch Abweiden im Herbst, das trifft insbesondere die Futterleguminosen zu. Aber bei Kreuzblütern ist es ja nicht so. Das wird ja nicht so gern angenommen, ne, von den Rindern. Insbesondere wenn man Ackersenf sieht oder so als Kreuzblütler, der ja auch eine große Massenentfaltung. Aber es kommt gar nicht so sehr auf die äußere Massenentfaltung an. Ja? Die äußere Massenentfaltung, darauf kommt es nicht so an. Bitte? Auf die äußere Massenentfaltung kommt es nicht so an. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, okay, es ist noch viel mineralisiert durch den Sommer im Boden. Ja. Und jetzt können wir mit den Pflanzen das quasi aufgreifen und das ist vor Auswaschung. Ja. Das ist zweifellos so. Ne? Ja. Aber ich möchte mal sagen, für den Hinblick auf die Humusbildung, das geht natürlich alles in die Humusbildung irgendwie ein, kommt es nicht so sehr auf das oberirdische Wachstum an, sondern um das unterirdische, die Wurzelmasse. Das ist das Entscheidende. Die Wurzeln machen den Humus und auch dann vermehrt Dauerhumus. Warum? Weil die Wurzeln schneller verholzen. Relativ schnell verholzen und dann viel größeren Widerstand leisten gegenüber dem mikrobiellen Abbau. Gerade im Herbst, wenn da Schwärme Oktobertage kommen und dann vorher ein kleiner Regen niedergegangen ist und dann fängt nochmal der Boden an, da eine Art Frühjahrsstimmung zu erzeugen im Boden und es kommt dann zu unglaublichen Umsetzungen und damit auch Nitratbildung. Und wenn dann die Winterniederschläge kommen, dann wird das Nitrat ausgewaschen ins Grundwasser. Das ist verloren. Also das Problem muss man vor allen Dingen, oder die Hauptsache der Gründüngung darin sehen, dass da ordentlich Wurzelmasse entsteht. Und was geschieht nun mit der Grünmasse? Das ist das Hauptproblem. Viele Landwirte, ich habe das immer wieder beobachtet,
die legen natürlich den größten Wert darauf, dass da jetzt ein guter Grünlegungsbestand hat, im Herbst auf seinem Acker draußen steht. Nicht wahr? Und dann zuletzt hat er noch ein bisschen gequiemert, aber jetzt nochmal Anfang Oktober nimmt er nochmal ordentlich zu. Schöne warme Tage, ein goldener Oktober und dann wächst das nochmal zu. Und dann denkt man, naja, ach Herr, warte ich noch ein bisschen. Und dann ist es schon eigentlich geschehen. Man muss die Gründigung rechtzeitig genug umbrechen. Beziehungsweise man muss darauf achten, grundsätzlich keine Gründigung direkt als Gründigung einarbeiten in den Boden, sondern abschlägeln, ne, und dann erstmal abtrocknen lassen. 2-3 Tage, Sonnentage reichen vollkommen aus, dass sie abwelken und dann kann man sie mulchen. Dann kann man sie schön eingrubbern oder mit der Scheibenegge drüber fahren oder so und schön einarbeiten. Und dann kann man noch eine, von mir aus noch eine Saatfurche hinterher ziehen für die Aussaat einer späten Winterung. Einarbeiten von Grünmassen verursachen Fehlgärungen. Und die können sich häufen durch die Jahre, denn schauen Sie mal, wenn die den Oktober mal verfolgen, über die Jahre, dann werden Sie bemerken, Sie haben die schönsten Tage in der ersten Hälfte Oktober. Und dann geht es über in den November und dann fängt der Taufall verstärkt an. Und wenn es dann noch Nieselregen gibt oder mal ein paar graue Tage und da haben Sie Ihre Gründigung draußen stehen, jetzt müssen Sie noch schleunigst einarbeiten und dann ist die Katastrophe wirklich fällig. Dass nämlich dass zu Fehlgärungen im Boden kommt, der Boden fängt dann sogar an zu stinken. Bei schweren Böden ist das so, H2S-Bildung, nämlich also Schwefelwasserstoff bildet sich dann. Und es bilden sich bei Tonböden blaue Zonen. Und die wieder wegzukriegen, blaue Zonen sind Reduktionszonen, da wachsen die Wurzeln nicht mehr durch. Da muss man also immer auch den Boden mal betrachten, ob da nicht solche blauen Zonen inzwischen entstanden sind. Die maximieren sich dann oder vermehren sich dann über die Jahre. Also mit der Gründigung kann man unglaublich viel Fehler machen. Mehr Fehler, als dass es gut ist. Und zwar insbesondere dadurch, dass ich ja, sagen wir jetzt, eine Gründigung zu früh ummache. Und nicht zu früh kann man sie nie ummachen, aber dass ich sie eingefügt habe. Und was passiert dann? Es passiert dann bei warmen Oktobertagen, dass diese Grünmasse derart schnell abgebaut wird. Man hat früher das mal den Priming-Effekt genannt, woher das Wort eigentlich kommt, weiß ich gar nicht. Man redet heute gar nicht mehr über den Priming-Effekt. Jedenfalls das Phänomen ist folgendes. Dass durch diese Grünmasse, die ist sehr eiweißreich, alle Gründigung ist immer eiweißreich, junge Pflanzen, relativ jung, noch nicht richtig ausgereift. Und wenn die jetzt in den Boden kommen und dann gibt es nochmal eine unglaubliche Entwicklungsgeschwindigkeit, ungeheure Geschwindigkeit der Entwicklung der Mikroben im Boden und die fressen alles auf. Die fressen die gesamte Grünmasse einfach auf und veratmen die. Dann ist also, geht einmal in die Luft die Energie und ins Grundwasser das Nitrat. Und dass die Mikroben dann sich so stark entwickeln, dass sie sogar noch die Humusvorräte des Bodens angreifen. Dann haben sie höhere Verluste, also gar kein Gewinn, sondern sogar noch einen Verlust. Also diese Gründigungsfrage, da muss man wirklich denkend bei der Sache sein. Und genauestens beobachten, wie die Witterungsverhältnisse sind, dass ich rechtzeitig genug diese Grünmassen da richtig verarzte. Insbesondere nie grün einarbeiten, sondern eben angewelkt und dann besser zuerst nochmal flach gemulcht und dann erst wirklich tiefer eingearbeitet. Die dritte Gründigung ist dann die Winterzwischenfrucht, und das ist eigentlich auch eine schöne Sache, weil ich nämlich dann eine Deckfrucht habe
über die Winter bei offenliegenden Äckern. Und wenn ich im Herbst geflügt hätte, hätte ich eine Winterfurche gemacht und der wäre dann völlig offen gelegen und im Frühjahr wäre dann irgendwo eine Hackfrucht gefolgt und dann habe ich unter Umständen eben große Auswaschungsverluste. Das ist die eine Seite der Sache. Es gibt natürlich eine andere Betrachtungsart, dass nämlich, wenn ich eine Winterfurche sehr spät gebe, wenn die äußeren mikrobiellen Abbauprozesse zu Ende gekommen sind, die Natur zur Ruhe gekommen ist, das ist ja der Fall, sobald dann die ersten Bodenfröste eintreten, dann zerstöre ich keine biologisch gewachsenen Strukturen mehr im Boden, auf die kann ich dann irgendwo verzichten, sondern der Pflug hat dann die Bedeutung, den Boden vorzubereiten für den Winter. Also wenn er richtig durchfriert. Das ist jetzt ein Thema, da müsste ich extra drauf noch eine ganze Stunde verwenden, um das verständlich zu machen, warum man eigentlich, wenn der Pflug seinen Platz hat, als wirkliche Winterfurche. Und nicht zu tief, auf Gottes Willen nicht zu tief, sondern 15 bis 17, 18 Zentimeter, das ist das Äußerste. Aber dann hat er wirklich eine große Bedeutung, weil er das Mineralische pflügt, das ist ein Tonpflügen, um den Boden für den Frost, für das Durchfrieren vorzubereiten, für die Frostgare, alles das einzuleiten. Und dann kann sich im nächsten Frühjahr wieder eine ganz neue Bodenentwicklung aufbauen auf dieser Grundlage. Die Winterfurche heißt eigentlich eine Chaotisierung des Mineralbodens. Ja. Aber das ist ein Spezialthema. Jetzt kann es aber durchaus gut sein, in der Fruchtfolge eine Winterzwischenfrucht zu haben, als Deckfrucht. Und da kann man, das hat auch einerseits den Nutzen, eben wieder genügend organische Masse in den Boden zu kriegen. Andererseits eben vor Erosion zu schützen. Drittens eben aber im Frühjahr rechtzeitig genug einen Gründungsaufwuchs zu haben, den ich nutzen kann, den ich verfüttern kann. Und da kommt der Wickrocken in Frage. Das ist klassische Winterzwischenfrucht. Wickrocken, also und zwar die Winterwicke, nicht die Sommerwicke. Und in Verbindung mit Roggen. Und noch besser ist es und noch schöner ist es, wenn man Landsberger Gemenge sieht. Das Landsberger Gemenge besteht aus Winterwicke und welchem Weidegras und dann durch den Inkarnatklee. Den Inkarnatklee, der ist auch nur einschürig, den kann ich nur, wenn ich gemäht habe, dann ist es auch vorbei im Frühjahr. Wächst aber zu großen Massen heran, hat diese ganz blutrote Blüte, wunderschön. Und es gibt Massen, die dann so bis zu der Höhe wachsen können. Der Roggen nimmt das mit hoch, sozusagen, wenn er schoss, Ende April, Anfang Mai, nimmt das Ganze mit hoch und dann entsteht eine unwahrscheinliche Masse. Und dann habe ich meine Frühjahrsfütterung allemal, wenn die noch nicht so richtig mit den Weiden soweit ist, habe ich die mindestens 14 Tage bestes Futter. Aber mir wächst es sozusagen davon. Ich muss es vom abräumen. Und da bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich diese ungeheuren Massen, die da entstehen, siliere und also sagen wir Ballensilage oder dergleichen mache. Also es ist eine wunderbare Sache und auch dann ist es allerdings schon etwas später im Jahr, ich bin Mitte Mai, dass welche Frucht kann dann noch folgen? Also da kann ich kein Sommergetreide mehr malen, da kann ich eigentlich nur noch irgendeine Hackfrucht drauf bringen, also sagen wir noch Möhren, späte Möhren oder auch sogar noch später rote Rüben. Ich kann Kohl, also alles, Feldhackfrüchte, kann ich dann noch ausbringen. Und das Wunderschöne bei so einer Winterzwischenfrucht ist die Wurzelmasse. Im Winter wachsen die Wurzeln. Die gehen dann wirklich runter und die bauen da unten was auf. Also ein Landsberger Gemenge schafft eine Bodenstruktur, die ist unglaublich. Der große Nachteil ist, ich muss pflügen für die nachfolgende Frucht oder stark bearbeiten zumindest im Frühjahr, was
eigentlich fehl am Platze ist. Im Frühjahr sollte ich den Boden nie tief bearbeiten, aber ich muss es dann machen. Beim Landsberger Gemenge, aber durch die ungeheuren Massen an Wurzeln, hat dann allemal auch beim Umbruch noch eine hervorragende Bodenstruktur. Das Einzige, was dann fehlt, ist der Regen. Denn die Winterfeuchtigkeit ist auf diese Weise weitgehend verdunstet bei der intensiven Bearbeitung. Und dann muss dann, händeringend warte ich dann, kommt zu rechtem Zeitpunkt der Regen, um jetzt meine neuen Aussaaten, dass sie schnell genug sich entwickeln können. In der Regel muss ich dann eben noch beregnen. Ich muss dann eine Beregnungsanlage eben dann im Hintergrund haben. Also so hat man also wirklich Gelegenheit, die Fruchtwolken im Ackerbau zu bereichern durch diese Gründüngung von diesen drei verschiedenen Arten, die ich jetzt genannt habe. Wir brauchen die Gründüngung. Wir können nicht auf sie verzichten wegen des großen Nährhumusumsatzes während des Jahres. Ja, das ist also, und damit sorge ich natürlich auch für eine entsprechende Kompostierung im Boden. Das heißt wirklich, dass im Ackerbau, wo ich nicht so viel Kompost einsetze als Dünger oder überhaupt nicht, sondern dass diese Kompostierungsprozesse müssen dann im Boden selber stattfinden. So, jetzt breche ich dieses Thema ab. Ich schreibe hier nochmal diese Stufenfolge an, was wir bis jetzt betrachtet haben. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen, zu dem, was das Tier beiträgt zur Düngung in der Landwirtschaft. Und das ist ein sehr, sehr, sehr weites Thema. Und da gilt dasselbe, was ich hier erwähnt habe in Bezug auf die Pflanze. Leben düngt Leben. Und hier muss ich eben hinschreiben, nicht nur Leben, sondern Seelisches düngt Seelisches. Das klingt sehr unmöglich eigentlich. Wie soll das gehen? Wir sind heute so maßlose Materialisten, dass wir eigentlich alles, was irgendwo stofflich dann erscheint, dann nur noch einer Analyse unterwerfen, die eben die Verstandesseele im Menschen macht, dass sie jetzt versucht, die Nährstoffe herauszufinden, die da drin sind, und danach klassifiziert sie den Wert des Düngers. Und wie viel Stickstoff ist in irgendeinem tierischen Dünger drin, wie viel Phosphorsäure, wie viel Kalium und so weiter, an Spurennährstoffen und so weiter. Aber was soll das? Man muss auch eben darauf hinschauen, was ich vorhin gesagt habe, was ist der Ausgangspunkt, wo kommt der Dünger her? Was ist der Zusammenhang, aus dem jetzt ein Schafdünger entsteht oder ein Pferdedünger oder ein Hühnerdünger und so weiter? Was ist eigentlich der Gesamtzusammenhang, aus dem dann ein Endprodukt hier als Dünger erscheint? Und diesen Gesamtzusammenhang muss ich mir vergegenwärtigen, den muss ich im Bewusstsein haben, muss ihn verstehen. Das heißt, wenn ich über die Düngung, denn die Qualität eines Düngers urteilen will, dann muss ich das Tier verstehen, von dem dieser Dünger herkommt. Wenigstens im Grundsatz muss ich ein inneres Bild haben von dem Wesenhaften, Seelischen, was da im Tier erscheint. Das Tier hat eine Seele. Und das weiß man gar nicht, damit haben wir rechts was anzufangen, was das eigentlich sagt. Und doch sind alle Voraussetzungen im Tier organisch gegeben, dass sich da ein Seelisches äußert. Also jedes Insekt hat zwar Facettenaugen, aber das schaut in die Welt.
und reagiert auf das, was er sieht, mal so, mal so, mal so. Wenn ich im Pferdestall früher gekommen bin, da wusste ich nie, was jetzt passiert, wenn ich da mein Futter zu den Pferden hintrage, ob das hinten ausschlägt oder ob das den Kopf wackelt oder irgendwas. Also was jetzt das Tier wahrnimmt, das wird seelisch irgendwo in sich verwandelt und äußert sich in irgendeiner Aktion. Das kennzeichnet gerade den Unterschied zwischen Pflanze und Tier, dass hier bei der Pflanze nur ein lebendiges, das eigentlich wirksame Prinzip ist, was die äußere Erscheinung bewirkt. Und beim Tier kommt zu dem Lebendigen ein Seelisches hinzu. Und dieses Seelische, da muss man natürlich erstmal wissen, was das Seelische überhaupt ist. Das kann man eigentlich nur erfahren, wenn man das eigene Seelische in dieser Hinsicht mal innerlich sich zur Erfahrung bringt. Und da sind wir auch schon Waisenknaben, weil wir gar keine Selbsterkenntnis haben als Menschen. Wie sollen wir dann das Tier erkennen, wenn wir selber nicht, also wenigstens in Selbsterkenntnis uns ein Bewusstsein erarbeiten dessen, dass wir nicht nur Wesen sind, die schlafen sind wie die Pflanzen, ein schlafendes Bewusstsein haben, sondern eben ein emotionales Bewusstsein haben. Ein seelisches Bewusstsein, was uns reagieren lässt auf äußere Eindrücke. Ja. Wir haben Augen und alle Tiere haben Augen, die Pflanzen haben keine Augen. Die Tiere haben Ohren. Die Tiere haben eine ganze Sinnesorganisation. Der Regenwurm hat vor allen Dingen Tastsinne hoch entwickelt. Er hat keine Augen in dem Sinne, also Punktaugen nennt man das, die er ausstülpen kann, aber eigentlich sind es Tastsinne. Und so hat jedes Tier eine Sinnesorganisation. Und aufgrund dieser Sinnesorganisation findet ein Austausch mit der Umwelt statt. Das Tier kann so reagieren, so reagieren, so reagieren. Und das, was man normalerweise sozusagen eine seelische Äußerung nennen kann, das ist das Instinktleben. Also man hat sozusagen, man handelt aus bestimmten Instinkten, das macht auch der Mensch. Aber der Mensch hat eben auch die Möglichkeit, darüber hinaus, über den bloßen Instinkt, eine seelische Reaktion zu äußern, die nicht mehr instinktgebunden ist, sondern wo ein freies Urteil dahinter steht. Ja? Wir folgen ja nicht jedem Instinkt, aber das Tier folgt seinen Instinkten. Und das zeigt schon den Unterschied zwischen Mensch und Tier. Goethe hat es mal wunderbar formuliert, indem er gesagt hat, das Tier wird von seinen Organen belehrt, der Mensch nicht. Er hat den Vorzug, seine Organe belehren zu können. Das Tier wird von seinen Organen belehrt, also in allen seinen Handlungen. Aber der Mensch hat den Vorzug, seine Organe belehren zu können. Und das, darauf kommt es jetzt zunächst mal an, dass wir, ich möchte mal unsere Beobachtung schulen in Bezug auf unsere ganze Tierwelt um uns herum. Und da werden wir feststellen, wie diese Tiere aus Instinkten wirken, tätig sind, die das Äußerste an Weisheit uns kundgeben, dass man sich überhaupt denken kann. Das Tier tritt nie daneben. Das Tier kann nie im Zweifel so oder so handeln. Ja, wie der Mensch, der zweifelt einfach. Das Tier muss so handeln, aber dann handelt es auch seinem Instinkt gemäß absolut weisheitsvoll. Denken Sie mal an eine Spinne, die ihr Netz spinnt. Nicht? Oder der Regenwurm, der da seine Röhren durch den Boden durcharbeitet, da mehrere Meter tief. Denken Sie mal an all das, was die Insektenreich, was die Vogelwelt mit ihrem Nestbau, mit ihrem Flug nach Süden im Herbst und im Wiederkommen im Frühjahr, was das für weisheitsvolle Aktionen sind.
woran orientieren die sich eigentlich, dass das alles so klappt? Und das ist immer dann mit dem geringsten Aufwand ein Maximum an Effizienz. So ein Spinnennetz zum Beispiel. Oder eine Bienenwabe. Sechseckig. Also man fragt sich immer, wenn man das, die Natur studiert, und das kommt auch mehr und mehr zutage in der heutigen Verhaltensforschung, wie weisheitsvoll, man sagt zwar nicht weisheitsvoll, weil das dann schon wieder, glaubt man, das, den Begriff kann man sich nicht leisten, aber es ist weisheitsvoll, es ist durch und durch wahrhaft, so und nicht anders, gar kein Zweifel dazwischen. Und es haut immer hin. Die Bienen überlegen sich vorher, wie das mit den Waben da werden soll. Und die eine macht es falsch, die andere richtig. Nein, sie machen es alle richtig. Und das kennzeichnet die Tierwelt. Das Seelische im Tier, deswegen haben wir so große Schwierigkeiten, davon überhaupt zu reden. Das Seelische im Tier ist absolut leibgebunden. Das ist vollständig ergossen, ausgegossen in die Leiblichkeit. Die Leiblichkeit ist gewissermaßen verdeckt die Tatsache, dass hier ein wirksames Prinzip ist, was diese Leiblichkeit so sich zum Instrument geschaffen hat, dass es als dieses Instrument funktioniert. Und zwar hundertprozentig. Also das macht es so schwer zu sagen, wirklich zuzugestehen, dass der Regenwurm eine Seele hat. Das macht es, also irgendwo merkt man, man stößt da an innere Schwellen, Grenzen, das sich mal ganz klar zu machen. Der hat rotes Blut, der hat ein komplettes Ganglien-Nervensystem. Und was er macht, ist unendlich weisheitsvoll. Der fruchtbarste Boden, den man sich denken kann. Also das muss man sich, glaube ich, als allererstes mal versuchen einzuüben. Das kann man nicht intellektuell einfach nur so sich zurechtdenken, sondern das muss man erleben. Man muss mit seinen Gedanken so denken, dass man sie auch erleben kann. Das nennt Goethe, nennt das Anschauung, so die Natur anzuschauen, dass man das, was man sieht, immer in den Zusammenhängen anzuschauen, nicht nur für sich einzeln, wie viele Beine eine Spinne hat oder so, oder wie viele Knie oder so, sondern hinzuschauen, was macht das Tier? Wie stellt es sich in den Welten Zusammenhang? Und das ist das, möchte ich sagen, das Erste, die Frage sich zu stellen, was macht das Tier? Was ist sein Verhalten? Wie äußert es sich nach außen hin in dem, was es tut? Was tut das Tier? Und dann merken, da ist das Seelische so leibgebunden, dass das, was es tut, eine seelische Äußerung ist. Wenn der Mensch sich seelisch äußert, dann kann er von mir aus ein wunderschönes Bild malen, à la Rembrandt so oder Dürer, ein Bild malen oder eine wunderbare Skulptur machen oder eine Dichtung dichten, ein Gedicht schaffen, was die Menschen berührt. Dann ist das eine andere Stufe des Seelischen. Oder eine wunderbare Komposition, wie die letzten Klaviersonaten von Beethoven, wenn man die hört, dann merkt man, das ist das Äußerste an seelischer Erkraftung bis zum Geistigen hin, die man da hört, aus Tönen heraus hört. Und so meine ich, muss man lernen, in die Natur zu schauen. Nicht mehr sich nur gegenständlich irgendwo da irgendwo ein Wissen anzueignen oder in den Büchern irgendwas nachzulesen und dann hätte man was, man hat gar nichts. Sondern man hat erst etwas, wenn man anschaut, bedenkt, was man anschaut und die Zusammenhänge aussucht. Und dann fängt man an zu lesen im Buche der Natur. Also das ist das Allererste. Das Wesen des Tierischen sich bewusst zu machen an dem, was es tut. Und unter diesem Gesichtspunkt möchte ich jetzt auch die Düngungsfrage in der Landwirtschaft kurz angehen. Und
Ja, da muss ich ja noch eine Zwischenbemerkung machen. Wenn ein Tier was tut oder wenn ein Mensch was tut, dann ist er ja nicht nur mit seinen Gedanken bei der Sache, sondern er muss so seine ganze Leiblichkeit in Bewegung setzen, dass da was geschieht. Das heißt, er muss aus den Gedanken, die er denkt, der Mensch, muss eine Kraftäußerung vollziehen. Das Tier, in dem, was es tut, ist auch eine Kraftäußerung, die aber ihren Ursprung im Seelischen hat. Und beim Menschen, wenn er ein anständiger Mensch ist, ist es eine Äußerung aus dem Geiste heraus, nicht nur aus dem Seelischen. Und um diese Kraft geht es. Was ist die Kräfteorganisation eines solchen Tieres wie einer Spinne im Verhältnis zur Biene oder im Verhältnis zu einem Vogel? Das sind überall, der Vogel muss, wenn er sich in der Luft halten will, muss er fliegen, muss er die Flügel bewegen. Das sind Kraftäußerungen. Und so ist eigentlich hinter jedem physiologischen Vorgang bei Mensch und Tier und auch eigentlich in der Pflanze stehen Kraftäußerungen. Das Leben, das die Pflanze wächst, gedeiht, sich entwickelt, das sind Kraftäußerungen des Lebendigen. Die hängen mit der Sonnenwirkung zusammen. Ja? Woher kommt denn das, dass die Pflanze gegen die Schwerkraft wächst, vertikal in die Höhe? Das sind Kraftäußerungen, die im Zusammenhang stehen mit der Sonneneinstrahlung. Das Sonnenlicht ist Träger dieses Kräftepotenzial, denn ohne Sonneneinwirkung wächst keine Pflanze. Die wächst nicht von der Erde. Nicht die Erde spendet die Kräfte für das Wachstum der Pflanze, sondern macht die Sonne oder der ganze planetarische Umkreis. Also man muss mal aufmerksam werden auf das, was jetzt hier schaffend wirkt, was hervorbringt, was etwas zur Erscheinung bringt, was vorher nicht Erscheinung war. Ja? Ist es nicht auch instinkthaft, wenn diese Pflanze dann immer eben zum Licht wächst? Hat das nichts mit Instinkt auch zu tun? Ja, das ist kein Instinkt in dem Sinne, sondern das ist ihr immanent durch eine Wirksamkeit des Seelischen, aber außerhalb, nicht innerhalb. Die Pflanze kann gar nicht Pflanze sein, wenn sie nicht auch einen Bezug zum Seelischen hätte. Aber das Seelische bei der Pflanze wirkt von außen, während beim Tier wirkt es von innen. Das ist da eigentlich der große Unterschied. Die Pflanzen sind zunächst ganz lebendig und wachsen dann so, bleiben da unten am Boden und dann plötzlich fangen sie an, sich so zu strecken und Blatt auf Blatt, Knoten auf Knoten aufzutürmen bis hin zur Reife der Frucht. Und je weiter sie in Richtung Frucht wachsen, in Richtung Blüte, desto mehr wirken von außen formende Kräfte. Und die sind seelischer Natur. Die hängen auch Zusammenhang mit der Sonneneinstrahlung, mit der Planetenanstrahlung. Das sind, was man nennt, astralische Kräfte, die Pflanzen formen. Sie würden sonst immer fortwachsen, wachsen, wachsen, wachsen. Das liegt eigentlich in der Pflanzennatur, dass sie wachsen will bis zum Mond. Und nochmal um den Mond rum und wieder zurück, so ungefähr. Sondern dass sie sich dann, je weiter sie wächst, desto stärker formt sie sich. Und der Blüte ist es nur noch Form. Und leuchtet in Farben auf. Und duftet in allen möglichen Düften, die immer uns seelisch affizieren. Die Farben affizieren uns seelisch, wir erfreuen uns an einer Blüte, an einem Strauß, der uns überreicht wird. Oder die Parfums, die heute eine große Rolle spielen in der Welt, die haben ihren Ursprung in diesem Astralischen, was man in den ätherischen Ölen bei den Pflanzen findet. Aber eben erst oben in der Blüte in der Regel, wenn man mal vom Baldrian absieht. Oder anderen Ölpflanzen. Oder also man darf die Pflanze nicht mit dem Tier gleichhalten. Die Pflanze hat keine Augen. Das ist ja zum Beispiel diese Spaltöffnung oder sowas. Also sie hat ja schon Organe, wo sie mit dem Außen in Kommunikation tritt sozusagen. Ja. Keine Allegorien. Also die Spaltöffnungen, die bewegen sich
durch ausgelöst durch äußere Faktoren. Bei Trockenheit bewegen die sich, dann schließen sie sich und bei Regen öffnen sie sich wieder. Also es ist immer in Verbindung mit der Umwelt, also von außen wird das veranlasst. Das Tier hat die Möglichkeit, sich selbst zu veranlassen. Da ist das Seelische inwendig tätig und schafft etwas in die Welt hinein. Ein Termitenhaufen, also wer ihn mal gesehen hat, oder überhaupt, da können Sie hingucken, wohin Sie wollen. Sie werden immer sehen, jedes Tier schafft sich seinen Umraum, in dem es dann auch lebt. In dem es sich auslebt, seelisch auslebt. Jedes Tier im Wald hat sein Revier. Die Insektenwelt hat ihr Revier. Die Vögel haben ihr Revier. Es ist immer ein Seelenraum, in dem sich jetzt dieses Wesen, was der Leib gebunden, drin rum sich bewegt, wo es sich jeweils sinnlich erlebt, wahrnimmt. Also man muss dann, glaube ich, doch ziemlich präzise beobachten und die Begriffe danach bilden, sonst kommt man sofort wieder in irgendwelche Stereotypen. So, jetzt die Kräfte. Ich habe nochmal die Kräfte angesprochen und das große Problem, wo man eigentlich heute so ungern von Kräften spricht, man spricht von Energien, aber das ist nur eine höhere Stufe der Abstraktion, weil man dann noch weniger weiß, was es eigentlich da anspricht. Die Kräfte, was sind das eigentlich? Wenn Sie ein Physikbuch aufschlagen, dann werden Sie schon auf den ersten Seiten die Formulierung finden, was Kräfte sind, wissen wir nicht. Sondern man tut es dann drum mogeln und sagen, dann löst sich alles irgendwo in Energien auf und die Energien identifiziert man dann mit Elektrizität, Magnetismus und Kernkraft. Damit hat sich's. Man kann ja mit Elektrizität heute so umgehen, dass man quasi das alles mehr oder weniger berechnen kann. Das erschließt sich also dem Gedanken des Menschen, aber man weiß nicht, mit was man zu tun hat. Das wüsste man erst, wenn die zwei Finger, die Steckdosen groß genug wären. Dann stecken Sie mal beide Finger jeweils in eine solche Öffnung rein. Dann würden Sie ungefähr merken, was Elektrizität ist. Da kriegen sie nämlich einen Mordschlag und müssen gleich also hoffen, dass sie überhaupt noch überleben. Da ist eine wahnsinnige Gewalt. Ja, mit der gehen wir hier alle um, kontrolliert. Ja, unsere ganze Welt ist heute elektrifiziert und durchmagnetisiert. Und wir profitieren von all dem. Aber wenn wir mal an das Wesen der Sache herankommen wollen, Dann merkt man, da hat man es mit etwas zu tun, was eher die Tendenz hat, alles zu zerstören, als Leben zu erzeugen. Und ich kann das jetzt nicht noch weiter ausführen, geht die Zeit uns davon. Was eine Kraft ist, das kann einen die Außenwelt nicht lehren. Sondern das kann man nur selbst erfahren. Und dann ist es schon schwierig genug. Wenn ich die Hand hebe hier, entgegen der Schwerkraft, dazu ist eine Kraft erforderlich. Und ich kann mich entschließen, jetzt diese Hand zu heben, aber was da hebend ist, entzieht sich wiederum meinem Bewusstsein. Ich kann nur dann feststellen, erstens, dass ich allmählich erübe, wenn ich das ewig so mache, und zum anderen, dass ich irgendwo, vorher war die Hand hier, jetzt ist er oben. Also die Wahrnehmungsmöglichkeit, die bezieht sich nur auf die Wirkung der Kraftausübung. Nur die Wirkung, die sehen wir, nie die Kraft selbst. Aber wir können sie doch zumindest erfahren, und zwar so weit erfahren, dass wir sagen können, ich bin es, der diese Kraft ausübt. Das geht nicht, ich kann natürlich rumhängen und rumlummeln, dann lummel ich halt. Aber wenn ich etwas tue, gezielt auf etwas hinarbeite, dann sind meine Gedanken beteiligt.
Da ist mein Fühlen beteiligt und da ist mein Willen beteiligt. Und der Wille ist das eigentliche Auslöser dafür, dass Kraft in der Welt entsteht, vom Menschen aus. Also der ganze Mensch steht hinter einer Kraftausübung, wenn er sich selbst ausübt. Der ganze Mensch. Aber wir erfahren dann immer nur das Ergebnis dessen, die Wirkung. Und wie es zustande kommt, auch das ist zunächst einmal unserem Bewusstsein weitgehend verschlossen. Aber wir haben eine Erkenntnis dabei gewonnen. Wo immer eine Kraftausübung ist, muss ein verursachendes Wesen hinter dieser Kraft stehen. Bei mir kann ich es erfahren. Ich bin es doch, der jetzt diese Kraft hier ausübt, aufgrund meiner Gedanken, die ich da investiere. Oder ich habe eine bestimmte Zielsetzung. Und das Tier äußert eine Kraft aufgrund seiner seelischen Konstitution, die leibgebunden ist. Und die ist weisheitsvoll. Diese Kräfte sind alle zielgerichtet. Und insofern kann man eigentlich gar nicht so leichtfertig von Kräften sprechen, es sei denn, man macht sich mal ganz klar, hinter jeder Kraft steht ein Wesen. Ein Wesenhaftes, ein Übersinnliches, ein etwas, was nicht in die äußere Erscheinung eintritt. Nur bei Menschen kann ich es mir plus minus zur Erfahrung bringen. Dass ich es bin, ich, mein Wesen. Und jeder Mensch handelt ein bisschen anders, aus seinem Wesen heraus. Also das Geheimnis der Kraft lässt sich nur ableiten von der persönlichen Erfahrung des Menschen. Und dann merkt man plötzlich, da hat man es mit einer Welt zu tun, die aus dem Übersinnlichen ins Sinnliche hereinwirkt. Das ist nicht mehr sinnlich ableitbar. Ja, und unter diesem Gesichtspunkt schauen wir jetzt nochmal auf unsere Tierwelt im landwirtschaftlichen Betrieb. Und da möchte ich, ehe ich jetzt auf die Haustiere eingehe, möchte ich noch den Blick einmal lenken auf die Wildfauna. Also alles, was da kreucht und fleucht, da draußen im Haushalt der Natur. Was ist der Beitrag dieser Welt zur Düngung? Nun kann man bei einer solchen Betrachtung den Düngerbegriff von vornherein mal gleich erweitern und sagen, alles, was das Tier tut, düngt. So weit könnte man eigentlich schon mal gehen. In allem, was das Tier tut, düngt es irgendwie den Gesamtzusammenhang, den Organismus einer Landwirtschaft, den man so kompliziert und so ohne Grenzen, obwohl eingegrenzt unter die Haut, denken muss wie der menschliche Organismus. So weisheitsvoll, dann merkt man, dass man im Anschauen dessen und im Umgang mit dieser Frage plötzlich merkt, mein Gott, jedes Tier trägt seelisch etwas bei zu dem Gesamthaushalt eines solchen landwirtschaftlichen Organismus. Ja. Und jetzt möchte ich nicht darüber reden, ob das Rehwild auf unserem Betrieb, wo das Rehwild steht oder nicht mehr steht, oder was die Hasen angeht, die Feldhasen oder die Fasanen oder die Wachteln oder weiß ich was, die Kiebitze, gar nicht mehr irgendwie speziell darauf, sondern ich möchte mich mal beschränken auf vier Gruppen des Tierreiches, die in diesem Zusammenhang eine grenzenlose Bedeutung hat, die man mehr und mehr würdigt. Ich möchte mal sagen, in der modernen Verhaltensforschung, in der ganzen modernen Ökologie fängt man doch mehr und mehr an, auf diese Dinge auch aufmerksam zu werden. Es sind vier Gruppen. Und diese vier Gruppen sind nicht etwa nur ganz bestimmte Abteilungen der Klassifikation der Tierwelt, sondern das ist ein bisschen übergreifend. Und die eine Gruppe sind all diejenigen, die rückgratlos sind.
alle rückgratlosen Tiere, bis hin zu den Amphibien, die ja auch rückgratlos sind zuerst und nachher dann erst ein Rückgrat ausbilden als fertiger Frosch. Aber als Kaulquappe haben die noch kein Rückgrat. Es ist so eine Übergangssituation, die Amphibien. Und bis dahin, und da sind nun unter diesen Gruppen, ist nun der Hauptrepräsentant für unsere landwirtschaftlichen Betriebe der Regenwurm. Der Wurm generell. Aber insbesondere der Regenwurm. Das ist für so uns, für den landwirtschaftlichen Betriebszusammenhang, ich möchte mal sagen, unverzichtbar, dieses Tier. Und dieser Regenwurm ist ja ein seltsames Gebilde, 90-95% Wasser. Also ganz schleimig, ganz zart. Also unglaublich zart gebildet, durchgebildet. Und was macht er? Jetzt schauen wir mal, was macht er eigentlich? Er bearbeitet das Feste der Erde. Das zarteste Wesen bearbeitet das Feste. Es frisst sich durch den Boden, ne? Dieses Wesen. Und durch den lockeren Boden zwängt er sich durch und frisst aber auch da die verschiedenen Bestandteile. Oder aber es frisst sich effektiv, röhrenbildend nach unten, frisst es sich durch den Boden und schafft den Boden entgegen der Schwerkraft nach oben an die Oberfläche. Bis zu 100 Tonnen pro Hektar. Und ja, ja, man muss sich mal vorstellen, bis zu 100 Tonnen pro Hektar und Jahr kann, nicht immer, das hängt davon von der Zahl der Regenwürmer ab, schafft, regeneriert von unten nach oben der Regenwurm den Boden. Und nun ist dieser Regenwurm segmentiert. Und diese Segmentation tritt man ja bei den Würmern überall an. Er ist rückgratlos. Die Segmentierung weist darauf hin, dass er eigentlich noch sehr nahe dem Lebendigen der Pflanze ist in diesem Stadium, in diesem Evolutionsstadium. Was heißt segmentieren? Segmentieren? Ja. Das ist also, dass der Regenwurm, der ja eigentlich nichts anderes ist als ein Übertragen auf Tier und Mensch, ein Darm, ein verselbstständigter Darm, könnte man sagen. Und der ist segmentiert. Das heißt, es sind in einzelne Kammern aufgeteilt. Und deswegen behauptet man ja auch, man könnte, wenn man einen Regenwurm mal mitten durchschneidet, dass die beiden Hälften wieder regenerieren. Da ist auch viel Mythos damit verbunden. Das trifft nicht ganz zu, denn ein neuer Kopf wächst im Regenwurm nicht. Und höchstens die vordere Hälfte, also hier das Maul, hier hinten ist die Kotablage. Also dann kann dieser Teil stirbt ab und der kann sich vielleicht regenerieren. Aber jedenfalls der Regenerationsvermögen ist sehr stark. Und dieses nennt man eine Segmentierung, dass wo zwar die einzelnen, das Nervensystem, das geht hier durch, hier, und ebenso das Blutsystem geht hier durch alle einzelnen Segmente und auch der Darm von vorne bis hinten geht hier durch, nach hinten. Aber jedes Segment hat Querganglien, meistens eins oder zwei, also wo eine gewisse Selbstständigkeit innerhalb dieser Segmente sich entwickeln kann. Eine gewisse Selbstständigkeit. Letzten Endes ist der Wurm natürlich eine Ganzheit, die in sich gegliedert ist, so könnte man mal sagen. Nun, also, wir können jetzt nicht uns mit dem Regenwurm allzu lange aufhalten. Es ist ein Wundertier. Es ist ein stoffwechselaktives Tier. Es lebt ja in Symbiose mit Bakterien in seinem Darm und schafft also aus der aufgenommenen Nahrung den besten Humus, den man sich vorstellen kann. Verbindet ihn sogar mit den Tonmineralien. Dabei entstehen die sogenannten Tonhumuskomplexe. Diese haben wir ja schon öfters mal angesprochen.
Aber der Regenwurm scheidet nach außen UVO-Schleim ab. Er schleimt seine ganze Umgebung, er marschiert über seinen Schleim hinweg wie die Schnecke. Oder wenn er seine Röhren bildet, kleidet er diese Röhren durch diese Schleimabsonderung aus. Deswegen wachsen die Pflanzen so gerne durch die Regenwurmlöcher in die Tiefe, weil dort quasi sie einen Humusboden vorfinden in den Auskleidungen der Röhren. Abgesehen davon, dass sie gut durchlüftet sind und so weiter. Also, was ich sagen möchte, dieser Regenwurm ist eigentlich im Wesentlichen ein Stoffwechselorgan, was sich verselbstständigt hat in der Evolution und praktisch ein Darmschlauch. Und besitzt eine Sinnesorganisation, gewiss, er hat eine, aber er hat keine Augen direkt, sondern er hat lauter Punktaugen verteilt über die ganze Oberfläche des Körpers. Und die Punktaugen kann er quasi nach ausstülpen und dann wirken sie wie Tastorgane. Er hat eigentlich eine Sinnesorganisation, die ganz reduziert ist auf die Tastorgane. Und so ertastet er das Erdreich und handelt jetzt aufgrund dieser Wahrnehmung, die er da hat, handelt er so, wie er handelt. Sucht sich seine Nahrung, schafft sich seine tiefen Löcher da unten, wo er dann den Winter verbringt. Ein Regenwurm wird ja bis zu 9 Jahre alt, also der hat mehrere Generationen, also er altert erst über die Jahre hinweg. Nun, was möchte ich damit sagen? Diese Tiergruppe, zu denen auch die ganzen Raupen gehören, die Ringelwürmer gehören, also eigentlich alles relativ evolutiv zurückgebliebene Wesen, ne? Wirklich evolutiv vereinseitigte, zurückgebliebene Wesen, praktisch nur ein Stoffwechselorgan, was sich da verselbstständigt hat. Und das setzt sich nun mit dem harten, festen Boden auseinander, so zart wie es ist. Es hat eigentlich keinen Kopf, der Regenwurm. Der hat hier vor vorne so eine Art Öffnung, eine Maulöffnung, hier einen ganz winzigen Magen und so. Aber die Ganglien, das Gehirn, das ist eigentlich im ganzen Körper verteilt. Es hat keinen wirklichen Kopf, es ist ein reiner Stoffwechsel. Es ist wie wenn also nur der untere Mensch sozusagen da beteiligt wäre. Das kennzeichnet den Regenwurm. Und der geht gerade mit dem harten, festen, geformten um. Er ist der Plastiker der Erde. So muss man ihn wirklich bezeichnen. Er ist der große Plastiker im Haushalt der Natur, in dem er alles formt, als ein Stoffwechsel, durch seine Stoffwechselaktivität. Und es gibt Regenwurmlöcher, die sind nicht nur 30, 40 Jahre alt, sie sind hunderte von Jahren alt. Es gibt fossile Regenwürmerröhren in fossilen Böden im Löss, die sind aus dem vorletzten Interglazial, also zwischen zwei Eiszeiten entstanden, sind heute noch nachweisbar. Also, das ist die eine Gruppe. Und die hat es mit dem irdisch Festen zu tun. Und da gibt es eine zweite Gruppe von Tieren und deren Repräsentanten sind die Fische. Und die Fische sind eigentlich diejenigen, die das Skelett ausbilden, die jetzt wirklich ein Rückgrat ausbilden, die ein Skelett vom Schwanz, von der Schwanzflosse bis zum Kopf. Das heißt, bei den Fischen spielt nicht mehr die primäre Rolle ein solches Schlauchorgan wie hier beim Regenwurm, sondern da verschiebt sich jetzt die Funktion der Körperlichkeit vom Stoffwechsel von unten in mehr den mittleren Bereich, wie er bei Menschen der mittlere Bereich, der rhythmische Bereich ausmacht. Das können wir sehen, dass bei den Fischen alles wunderbar rhythmisch gegliedert ist, vom Kopfskelett bis zu den Schwanzflossen, wirklich.
wunderschön in einer rhythmischen Folge die Gräten, das Rückgrat, die ganzen Stoffwechselfunktionen. Der Fisch hat noch nicht einen wirklichen Kopf. Er hat einen. Er hat Augen. Er hat Kiemen. Er hat alles das, aber keine wirkliche Lunge. Und er holt aus dem fließenden Wasser, was durch die Kiemen durchströmt, den Sauerstoff raus. Also da ist der Fisch ist ein ganz rhythmisches Wesen. Nicht ein Stoffwechselwesen wie der Regenwurm, sondern ein ganz rhythmisches. Und wenn Sie mal so eine Forelle verfolgen, so wie die da sich da durch den kristallklare Wasser eines Gebirgsbaches da sich bewegt, das sind alles Schlängelbewegungen miteinander, wo sie mit einer unglaublichen Eleganz durch das Wasser huscht wie ein Schatten im Licht. Und man ihm immer fragt, das müsste doch Wellen aufwerfen, nichts dergleichen. Man merkt gar nicht an der Oberfläche. So elegant bewegt sich da mit einer ungeheuren Geschwindigkeit ein solches Wesen in rhythmischen Schlängelungen durchs Wasser. So ein Rhythmuswesen. Und plastiziert die Wässrigkeit, nicht das Erdigfeste, sondern der Fisch plastiziert eigentlich durch seinen Bewegungsorganismus, plastiziert er das umgebende Wasser. Wenn Sie mal an so einen Gebirgsbach gehen und beobachten mal eine Forelle oder so andere ähnliche Fische, so werden Sie sehen, dass sie sich gerne in die Strömung stellen. Und nur mit dem Schwanzflosse hinten so ein bisschen sich bewegen, also sich ganz, ganz ruhig stehen, die stehen im Wasser und gegen die Strömung und lassen jetzt das Wasser an sich, an ihrer Oberfläche vorbeiströmen. Und dieses vorbeiströmende Wasser, das empfinden sie, das ist ihre Wahrnehmung. Die Augen spielen da gar keine große Rolle, sondern der ganze Leib fühlt, empfindet, was da jetzt an Beweglichkeit an dem eigenen Leib vorbeiströmt. Und man hat so den Eindruck, da ist der Fisch so richtig Fisch, wo er sich quasi erlebt in der Bewegung, aber nicht in der er es selber ausübt, sondern in dem, was an Bewegtheit um ihn herum spielt. Sie müssen fühlend mal sich hineinschauen in solche Naturzusammenhänge. Fühlend denken, denkend fühlend, immer hin und her. Dann fängt das plötzlich an, alles nochmal ganz anders auszusehen. Die Bedeutung auch dieser Tiere im Haushalt eines gesamten landwirtschaftlichen Organismus. Dass da ein Teich ist, wo Fische drin sind. Dass da ein Fließgewässer ist, wo Fische drin rumschwimmen. Und der Fisch ist dann nur Repräsentant für alle diese Wassertiere, die im Haushalt eines landwirtschaftlichen Organismus auch ihre große Bedeutung haben. Sie sind Plastiker des Wässrigen, des Wassers. Und die Zeit läuft dann schon wieder davon. Ich muss jetzt noch mal ein paar Worte zu den Vögeln sagen. Das ist die dritte Gruppe. Die Vögel sind Wesen, die ja im Wesentlichen die Luft zum Lebensraum haben. Also nicht die Erde wie der Regenwurm oder das Wasser die Fische, sondern der Luftumraum. Da erleben sie sich. Und ihre ganze Organisation ist daraufhin ausgerichtet. Schauen Sie sich mal so eine Schwalbe an oder so einen Spatz oder so eine Meise oder einen Zaunkönig oder so einen Bussard, wie der da oben im Sonnenlicht einfach seine Kreise dreht und sich bescheinen lässt von der Sonnenwärme. Und sozusagen wie im Umkreis lebt, sein ganzes Bewusstsein, aber über die Sinne. Schauen Sie mal einem Vogel in die Augen. Einem Habicht, einem Raubvogel. Da halten Sie den Blick kaum aus. Der hat eine Art Blick, aber Natur gegeben. Der ist so, manche sagen, fast beutefixiert, ne? dass man eigentlich eher ein bisschen zurückschreckt. Vor dieser Gewalt, die einem da plötzlich entgegenschaut. Der Vogel ist nicht mehr Fisch im Wasser, nicht mehr Regenwurm im Boden. Er ist der Beherrscher der Lüfte, er ist der dahinfliegende Kopf. Das dahinfliegende Nervensinnesystem. Der Regenwurm ist ganz, ganz stoffwechselbehäbig da unten im Erdreich.
Und der Fisch, der sich da durch das Wasser bewegt, und jetzt der Vogel, der mit einer unglaublichen Sinnesbezogenheit die hineinschaut in die Welt, in das Sonnenlicht, der Bussard oder der Habicht oder so, der Adler, und wo man den Eindruck hat, das ganze Wesen Vogel ist Kopf. Und wenn Sie dann den Vogel mal anatomisch betrachten, wirklich bis ins letzte Detail, werden Sie merken, er ist durch und durch Kopf bis zur Schwanzspitze. Natürlich hat er einen Stoffwechsel, aber der ist rasend schnell. Der pickt und zack ist er schon wieder draußen. Die Flügel, die setzen hier oben an den Schultern an und sind ganz kopforientiert. Und was dann folgt dahinter, als der eigentliche Verdauungsteil, ist ganz kurz und auch weitgehend hereingezogen in den Kopf, bildet äußerlich fast eine Einheit mit dem Kopf. Und wenn Sie das Skelett von so einem Vogel angucken, dann werden Sie bemerken, das ist vollkommen zusammengewachsen. Das kann sich überhaupt nicht bewegen. Da ist sozusagen das Becken, was normalerweise das Becken ist, mit dem ganzen Rückgrat, das ist verwachsen, die ganzen Brustrippen, alles ist verwachsen zu einem fast kopfartigen Körper. Und da sitzt dann oben noch ein paar Halswirbel an, aber auch die sind auch verwachsen, bis auf den mittleren Teil, deswegen können die den Kopf so schnell bewegen, aber es ist immer eine Drehbewegung. Und dann der Kopf, der Schädel selber, das ist auch nichts anderes als verwandelte Wirbel, die sich dann am Kopfskelett ausgebildet haben. Und da sitzen die ganzen Sinne da oben drin, ja, insbesondere der Sehsinn. Ja. Und das ganze Federkleid ist eigentlich nur Luft, materialisierte Luft könnte man fast sagen. Die Knochen sind überwiegend hohl, Luft erfüllt. Außerdem haben die Vögel in sich noch Luftsäcke. Und dann haben sie noch ihre Lungen. Also es ist alles so, dass man den Eindruck hat, hier ist ein Wesen entstanden, was sich ganz, ganz aus dem Element der Luft gebildet ist. Und alles dasjenige sozusagen verkörpert, was über die Luft wirkt. Insbesondere die Wärme und das Sonnenlicht. Vor allem das Sonnenlicht. Also Sie sehen, das ist eine ganz andere Gruppierung. Und diese Vögel, die haben jetzt diese Eigenschaft, dass sie singen, dass sie Töne von sich geben. Der Fisch gibt keine Töne von sich, der Regenwurm schon gar nicht. Und jetzt singt dann eine Nachtigall. Na, oder es trillert die Lerche morgens früh. Das müssen Sie, wenn man das mal erlebt hat, deswegen sage ich immer, man muss einfach wieder Zuckerrüben anbauen oder irgendwelche solche Sachen, wo es ordentlich Unkraut gibt, und dann morgens früh um 5 raus auf den Acker und dann aber gehackt. Da hat man schon, da werden die Flügel schon ein bisschen lahm, um 7 Uhr, wenn man das so gemacht, intensiv. Und da ist der blaue Himmel über einen und plötzlich trillert es in der Atmosphäre. Die Lerche ist aufgestiegen und trillert. Ja, das ist, da merkt man, das Trillern, das ein Ausfluss eines Seelenwesens, das ist ja melodisch, ne? Dass das einen in der eigenen Willenstätigkeit, die man jetzt ausübt, gleichsam wie emporhebt, lupftförmlich. Man ist plötzlich wieder mit Freude bei der Arbeit. Man ist wieder dran. Man steht im Zusammenhang. Man erlebt sich in dem Zusammenhang, in dem dieser Vogel eine Bedeutung hat. In diesem Sinne, meine ich, müssen wir versuchen, gerade wenn wir in der Landschaft tätig sind, uns hineinzuleben, immer in Zusammenhänge, nie in das Einzelne nur, sondern den Gesamtzusammenhang, in der Anschauung leben. Und das ist eine Übungsfrage. Das ist wirklich eine Übungsfrage. Nun, also so möchte ich sagen, der Vogel düngt mit seinem Gesang. Und dass er dann auch noch ab und zu was entlässt aus der Atmosphäre, was herunterfällt auf die Erde, gut, das ist ja wunderbar. Aber das ist nicht das eigentliche Wesenhafte. Er ist ja kein Verdauungswesen in dem Sinne, es ist auch unverdautes Zeug. Also das ist ja fast
Salze eigentlich, die es ausscheidet, wie auch die unsere Hausgeflügel. Sondern das Wesentliche, womit ich sagen möchte, was der Vogel macht, ist dieses Plastizieren der Luft. Und hineinplastiziert Töne. Und dadurch atmosphärisch etwas bewirkt im gesamten Haushalt der Natur. Der Regenwurm ist Plastiker der Erde, der Fisch Plastiker des Wassers. Und der Vogel ist Plastiker der Luft, des Elementes der Luft. Und wenn man dann so jetzt, wenn die Schwalben wieder zurückkommen, hoffentlich kommen sie wieder zurück, werden ja immer weniger von Jahr zu Jahr. Und man sieht dann, wie den ganzen Sommer die Schwalben und dann die Mauersegler da die Luft, durch die Luft schwirren, wo man den Eindruck hat, die landen nirgends. Die sind immer in der Luft. Die Mauersegler sind eigentlich fast immer in der Luft. Und mit diesen gewaltigen lemniskatischen Schwüngen plastizieren die Luft. Lassen Wirbel hinter sich. Und hinter diese Wirbel haben auch ihre Bedeutung. Vielleicht komme ich dann auch mal morgen drauf zurück. Weil diese Gruppen, die ich jetzt hier erwähne, die hängen nämlich zusammen mit dem sogenannten Elementarwesen. Aber das muss ich dann noch morgen noch mal kurz ansprechen. Und muss auch morgen dann die Sache noch abschließen mit denjenigen der vierten Gruppe, die jetzt ihren Lebenszusammenhang hat, indem sie sich erlebt. Und das ist die Wärme. Und das ist die ganze Insektenwelt. Die Insektenwelt ist die Gruppe von hier, die ich ganz und gar in allem, was wärmehaft ist, drin erlebt. Und also das muss ich morgen dann nochmal kurz schildern. Und dann gehen wir über zu den eigentlichen Düngerspendern unserer Haustiere. Ja, dann bis morgen.